Unter diesem monumentalen Bauwerk soll er im Berg schlafen. Kaiser Friedrich Barbarossa. Der Sage nach starb der Kaiser mit dem roten Bart nämlich nicht, sondern er wurde verzaubert und in den Kyffhäuserberg verbannt, wo heute das Denkmal steht. Eines Tages würde er erwachen und das Reich zu neuer Blüte führen. So tief in den Graben kommen sie sonst nicht. Die Barbarossa-Sage überdauerte die Jahrhunderte. Kaiser Wilhelm I. war es, der den von vielen gehegten Wunsch nach einem geeinten Deutschen Reich 1871 erfüllte und damit angeblich den schlafenden Barbarossa im Berg erlöste. Deswegen errichtete man das Denkmal zu Ehren Wilhelms und griff dabei auch die Sage bildlich auf. Um das Denkmal hier zu bauen, mussten die Ruinen der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen aus dem 12. Jahrhundert abgerissen werden. Sie stehen jetzt auf einem der Überbleibsel der Burg, dem Bergfried. Schauen Sie sich außerdem die Mauern an, Teile der alten Burgruine. Jetzt liegt der Bergfried hinter uns. Ursprünglich war er fast doppelt so hoch. Wir sind zwar hier, um das Denkmal anzuschauen, aber an einem weiteren Überbleibsel der Burg müssen wir nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Ein Highlight nämlich liegt ziemlich unscheinbar dort, wo jetzt der Mann mit der gelben Jacke steht. Unter dem kleinen schwarzen Dach befindet sich der tiefste Burgbrunnen der Welt. 176 Meter geht er in den Berg. Auch wir gehen jetzt unter die Erde, aber nicht ganz so tief. Licht aus. Wir sind jetzt unter dem Denkmal und Überraschung, hier schläft nicht der Kaiser, sondern Fledermäuse. Deswegen dürfen Besucher hier nur ganz selten hin. Am Ende der Treppe, wo die offene Tür ist, befindet sich ein Museum. Diese Kammern hier unten wurden errichtet, um den unebenen Berg statisch auszugleichen. Das erkennt man hier etwas besser. Die Bauarbeiter damals nutzten auch Steine der alten Burgruine, um ein festes Fundament zu errichten. Aber jetzt schauen wir mal in das Denkmal hinein. Das ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie das Denkmal betreten. Dieser Saal hat eine unglaubliche Akustik, die sich zum Beispiel so anhört. Die fast 60 Meter auf den Denkmalsturm geht es über diese Treppe. Bei Gewitter sollte man schleunigst wieder runter, denn oft schlägt hier der Blitz ein. Ansonsten lohnen sich die 247 Stufen aber. Dieser Ausblick ist normalerweise mit Gittern abgeriegelt. Wir stehen unter dem Pferdebauch des Reiterstandbilds. Wenn Sie nicht schwindelfrei sind, ist diese Aussicht vielleicht kein Genuss. Deswegen gehen wir ganz nach oben, wo uns ein Geländer sichert. Gleich sind Sie ganz ohne Anstrengung ganz oben. Von hier aus können Sie nicht nur den nächsten Ort Kelbra entdecken, sondern bis in den Harz schauen.